der ist für die Tastatur ganz gut. Das ist dann, muss man immer wieder, also jetzt war ich gerade mit Tastatur, dann muss man wieder in die andere Richtung lenken. Für mich ist es nichts. Ich weiß nicht, ob ich den raus, ob ich den noch mal raus, ob ich den wieder rausmache oder einfach drin lasse. Aber ich brauche ihn jetzt nicht. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Mods habt, die ich hier verwende, schreibt es in die Kommentare. Ich ja, versehe das dann entweder im Video oder ich schreibe euch eine PN oder einen Kommentar darunter, oder auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt oder wissen wollt, wo ihr den herhaben könnt, schreibt das einfach. Und ja, ich werde zusehen, dass ich so schnell wie möglich den Link unten in die Videobeschreibung oder auf jeden Fall so reinpacke, dass ihr den dann schnellstmöglich kriegt. So, 5500 kriegen wir für den und dann 9000. Seemaschinen, ja, brauchen wir jetzt nicht die. Dünger braucht, gibt es glaube ich bessere. Und zwar hier. Der 36 Meter. 36 Meter. Meter. Ich glaube, wir kaufen uns hier. Oder kaufen wir uns den. Der Amazon ZGB 8200 Großflächenstreuer bietet beste Streugenauigkeit, Ökologie und eignet sich bestens für die Ausbringung von Mineraldünger und erdfeuchten Düngern. Und der hier. Mehr denn je brauchen Landwirte und Lohnunternehmen heute Düngerstreuer, die vor allem eines sind sicher, und zwar in jeder Beziehung: auf der Straße, bei der Einstellarbeit, bei den Einstellarbeiten, mein Gott, und beim Streuen. Denn es gilt nicht nur Kosten zu sparen, sondern auch die Umwelt zu schonen und höchste Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Also der kostet 10 Euro am Tag und der 50 kostet auch mehr, hat dafür mehr Düngertank. Dann müssen wir sich nicht so schnell auffüllen. Ja, okay, und der, ja, komm, wir nehmen den, der ist billiger. Fahren wir halt ein bisschen öfter mal dahin. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir könnten jetzt natürlich einen Kredit aufnehmen von 27.000. Und dann können wir hier Feld 15 kaufen. Machen wir jetzt einfach mal. Den Anhänger können wir hier einfach mal abstellen. Dann machen wir uns hier das Gewicht vorne dran und holen den Düngerstreuer ab. In der Zwischenzeit könnte der hier ja schon mal, wenn er hier gleich fertig ist, so, den können wir zusammenklappen. Dum, 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 dum. So, abkuppeln und dann können wir hier die Sämaschine dran hängen. Dann können wir den schon mal befehlen zu säen. So, wovon haben wir am wenigsten? Gerste.
Gut. Dann befüllen wir erstmal hier die Seemaschine. Ein bisschen. So, das reicht. Weil der Helfer verbraucht selber keins, da wird dann einfach das Geld abgezogen. Nur falls wir dann halt kleinere Ausbesserungsarbeiten vornehmen müssen, ja, ist es dann schon hilfreich, wenn wir ein bisschen was im Saatguttank haben. Hat ja auch nicht so viel gekostet jetzt. So, und dann können wir den Helfer starten. Der richtet sich automatisch gerade ein. So, mit dem können wir dann jetzt hier den Düngerstreuer abholen. Hup am Bauch. Oh, ich muss schon wieder husten. Moment. Boah, es ist aber auch schlimm. Mit einem scheiß Husten. Ah, da konnte ich. 20 Minuten spielen wir schon wieder. Meine Güte. So, können wir den hier anhängen und dann können wir den auf dem Hof auffüllen mit, wie viel waren das jetzt? Ich glaube 3000 Liter Dünger, ne? Na ja, gucken wir gleich mal. Und falls ihr, wie gesagt, noch Spielevorschläge habt, die ich Let's Playen bzw. antesten soll, schreibt es gerne in die Kommentare oder irgendwelche Themen, die ich anschneiden soll oder voll aussprechen soll, also komplett ausweiten oder was auch immer, was ihr hören wollt, was ihr sehen wollt, was ihr wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ob ich dann mache, ist eine andere Sache, aber ich weiß, was euch halt so interessiert und kann mich danach dann halt ein bisschen richten. Weil es ist ja auch für euch. Also eigentlich nur für euch. Ich bin dann so der, also ihr schreibt das in die Kommentare, was ihr wissen, hören, sehen wollt. Und ich bin der Depp, der es dann ausführt. Sozusagen. So. Dann machen wir hier mal an. Das ist Stufe 2, oder? Habe ich jetzt Stufe 3 gemacht? So, Stufe 2. Ah, okay. Müssen wir mal ein bisschen runterschrauben. Ah, scheiße. Machen wir mal 50%, das müsste passen. So, jetzt klappt das auch. Oh, scheiße. Das war doof. Na, egal. War ja nur der Helfer, der richtet sich eh dann wieder so aus, wie er es braucht. Hoffe ich zumindest. So, zweite Bahn und dann sind wir mit dem Feld auch schon fertig. Und so große Gerätschaften, wenn die im Angebot sind und wir uns die eigentlich nicht leisten könnten, werde ich trotzdem versuchen, dass wir uns die holen, weil. Ja, die sind dann schon erheblich billiger. Bis zu 15%, glaube ich, sind die dann runtergesetzt. Und das ist schon einiges. Hier so kleine Geräte wie die, wie den Düngerstreuer oder so, die kaufe ich einfach mal so. Da warte ich jetzt nicht unbedingt, bis die im Angebot sind. Aber, hier die großen Case, die Steiger, wie die heißen, gucke ich gleich mal.
Die kosten, glaube 400.000 oder so. Und im Angebot kosten die dann nur 260 oder 280.000 oder irgendwie sowas um den Dreh. Also es ist schon erheblich billiger. Mein Gott, das geht aber auch nicht weg. So, fertig. Dann können wir den auch schon mal wegbringen. Und dann müssen wir warten, bis das Feld fertig ist. Aber wir könnten ja mal in der Zeit so eine kleine Shopping-Tour machen, was es so gibt. Wir könnten uns zum Beispiel Bienenhaus machen und kaufen. Mit diesem Bienenhaus können Sie Bienen züchten und durch den automatischen Verkehr mit Honig zusätzlich Einkünfte erzielen. Das Geld geht dabei direkt auf Ihr Bankkonto. Das Bienenhaus kann frei auf der Karte platziert werden. Kostet 20.000. Einnahmen die Stunde 30. Heißt 30 mal. Ich rechne mal kurz aus, wie viel wir dann am Tag kriegen. Taschenrechner, wo bist du da? 30 mal 24 minus 8. Heißt 712.000. Ja, 712.000 kriegen wir am Tag. Das ist gar nicht übertrieben. Nein, wir kriegen 712 Euro am Tag. Ja, komm, kaufen wir einfach mal ein paar. So, nehmen wir mal einen kleinen Kredit auf. So, bauen wir, können wir 4 Bienenhäuser kaufen. Wo setze ich die hin? Am besten irgendwo, wo sie nicht stören. Komm, ich setze da eins hin. Kann ich die drehen? Jawohl. Zack. Und zack, und dann noch mal so. Zack. So. Jetzt kriegen wir 712, habe ich gesagt, ne? 712 mal 4 sind 2800 Euro am Tag. Ist schon nicht wenig, sage ich jetzt mal. Ja, was können wir jetzt noch machen? Wir könnten... Ja, wir gucken hier mal ein bisschen uns die Mods an. Gut, das ist Englisch, das... Ja, lies jetzt nicht vor. Der hat gar keine Beschreibung. Den... Bin ich am überlegen, ob ich mir den hole. Mit den Zwillingsreifen natürlich. Von den alten, also von denen hier so, ab bis dem hier, werde ich mir, glaube ich, keinen holen. Oder? Der sieht schnell, also 72 PS am Tag, ja. Dieser Trecker hat glatte 72 PS am Tag. Wenn du die verbraucht hast, dann gibt es halt nichts mehr, dann bleibt er stehen. Ne, 72 PS. War ein... Der Bührer RP21 war ein Vorzeigeobjekt der schweizerischen Landtechnik der 60er.